Nach der Voruntersuchung durch die Assistentin kommt der Patient oder die Patientin zu mir, um sich einer eingehenden Untersuchung zuerst klinisch, das heißt durch Betrachtung und Betastung, dann mittels einer Wärmebildkamera und schließlich mittels Ultraschall zu unterziehen. Hier zeige ich den Verlauf der großen Rosenvene, die vom Knöchel bis zur Leiste verläuft und deren Insuffizienz, das heißt deren Erkrankung, wir meistens nur im Bereich der Unterschenkel als erweiterte Venen wahrnehmen können. Die kleine Rosenvene und ihre Verlängerung verlaufen über die Wade nach oben in den Oberschenkelbereich. Hier sieht man ein kleines Besenreisernest, das einen ersten Hinweis auf eine Insuffizienz einer Vene im genannten Bereich zeigt. Nun wird eine thermografische Aufnahme gemacht und man sieht sehr deutlich auf dem rechten Bild die gelben Linien, die insuffiziente Venen zeigen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar waren, weil sie unter der Haut verdeckt liegen. Nun folgt die eigentlich wichtigste Untersuchung, nämlich die Ultraschalluntersuchung beider Beine, jeweils von vorne und hinten. Sehr schön erkennt man auf diesem Bild ganz oben Haut und Unterhaut, darunter die Muskulatur. In der Haut und Unterhaut kleine schwarze Punkte zeigen quergeschnittene Venen. Die dunklen Punkte in der Muskulatur zeigen eine Arterie und eine innere Vene. Beachten Sie bitte den riesigen Unterschied, den Größenunterschied zwischen der oberflächlichen und der inneren Vene. Oberflächliche Venen dürfen, wenn sie gesund sind, keinesfalls größer als 3 mm sein, während die inneren Venen bis zu 15 mm stark sind. Nun werden die Venen konsequent von der Leiste bis zum Knöchel untersucht. Der Untersucher nimmt dabei kleine Markierungen vor, die ihm später das Wiederauffinden der Befunde ermöglichen. All diese Befunde werden digital gespeichert und zusätzlich auch noch in einem sogenannten Mapping in Papierform festgehalten. All diese Informationen gehen später mit in den Operationssaal, wo dann mit Hilfe der hier sichtbaren Katheter die Venen an den bezeichneten Stellen aufgesucht und behandelt werden können. Sie sehen hier einen kleinen Katheter, der jetzt zu Demonstrationszwecken auf dem Bein der Patientin liegt. Hier einen kleinen Dampfkatheter für die feineren Venen. Hier zeige ich, wie man den Dampfkatheter in feinste Venen einführt und diese durch Injektion von heißem sterilen Wasserdampf verschließen kann. Anschließend erfolgt eine ausführliche Aufklärung über die Behandlung, über die Behandlungsmöglichkeiten, die Grenzen der Behandlung und schließlich auch über die Risiken der Behandlung. Nur ein sehr gut informierter Patient wird sich vertrauensvoll einer Behandlung unterziehen und wir stehen Ihnen für weitere Fragen immer sehr, sehr gerne zur Verfügung.